Velkommen til TVM, Multimedieklubbens lokal-tv. I dag sender vi igen Festuge-TV, og i dag sender vi fra sidste lørdag koncerten fra Torvet i Nykøbing, Varnemünde, Gryst, Guldborgsund. Vi får uddrag fra de forskellige kor og dans, som der var, og vi starter op med borgmester John Brædder, der præsenterer. Jeg vil gerne byde hjertelig velkommen til vores 70 gæster fra Varnemünde. Og det er jo sådan, at vi er i gang med at indlede et samarbejde med Rostock, som vi sætter kronen på værket her den 12. november, hvor vi underskriver en venskabsaftale med Rostock. Vi har i forvejen delt samarbejde med Rostock, men vi ser muligheden for, at der kan blive endnu mere. Dagen i dag er faktisk et genvisit for cirka 3 uger siden, hvor vi deltog i Varnemünde-Vokke med vores turistbus og en hel uge der at prøve at sælge og promote Guldborgsund og Lolland Falster. Det I skal høre i dag, det er 70 kvinder og mænd, som er mødt op her fra Varnemünde, og som I kan se, så er der nogle meget farverige dragter, og I vil blive præsenteret for tysk sømandsmusik, for line dance, for folkedans, og sidst men ikke mindst også et kvindekor. Så der er lidt af hvert at byde på. Det er også sådan, at turistchefen for Rostock og Varnemünde naturligvis også er med heroppe. Mathias, som senere kommer på scenen. Og her der har vi York, som er ansat af Rostock bystyre til at få forskellige former af events til at løbe af stablen. Ligesom her, så vil man også gerne i Varnemünde og Rostock udvide sæsonen. Og det er York her, som har alle mulige gode ting i gang. Og sidst men ikke mindst, så står her Rüdiger, som nogle af jer måtte kende fra Irish Coffee. Og det er faktisk sådan, så Irish Coffee, det er jo halvt dansk og halvt tysk band. Så når man kommer til Varnemünde eller Rostock, så kan man se Rüdiger optræde der, og til festugen og i Nysted på Marieløs, mange andre steder i Guldborgsund, der optræder Rüdiger så også her. Jeg vil sige, at Rüdiger er faktisk den, der nok har den største fortjeneste af, at vi er kommet i gang med det her fantastiske samarbejde med Rostock og Varnemünde. Bare for at sætte tingene lidt i relief, så er det sådan, at der til Varnemünde Vokke, som løber over, som det også som det siges, en vokke en uge, at der kommer 700.000 mennesker. I næste uge, der fortsætter man så i Rostock med Hansasal, som jo Heikutteregattaen i Nysted har et samarbejde med. Og der kommer 1,2 millioner mennesker. Alene overnatningerne i Varnemünde, de beløber sig årligt til 1,8 millioner mennesker. Det er faktisk sådan, så at stranden i Varnemünde efterhånden er så fyldt, så man tænker, hvor kan de nu tage hen alle de tyskere, som valgfarter til Varnemünde. Og det er det samarbejde, som vi gerne vil have noget mere gang i, kort sagt, og få solgt Lolland Falster i Varnemünde og Rostock. Jeg har været dernede selv adskillige gange, og jeg kan kun opfordre jer til, næste gang I kører syd eller øst på, så slå et slag ind forbi Varnemünde og Rostock. Det er 2 oversete perler. Ganske fantastisk sted at komme. Og skulle jeg allerede have lyst i den kommende weekend, ja, så er Hansasal en oplevelse i sig selv, hvor der er over 500 træskibe samlet i Rostock Havn. Nu skal jeg ikke bladre mere, men vi giver ordet til York og Rüdiger. Jeg synes, vi skal give dem en hånd og sige hjertelig velkommen til Guldborgsund. Tak, John. Ja, vielen herzlichen Dank, John Brædder, in Warnemünde als Gast gewesen. Heute sind wir hier. Wir bedanken uns ganz herzlich für die Einladung. Ja. 2 uger siden war die Gäste i Warnemünde, og vi siger mange tak for invitering her for den plads. Also der Rüdiger, Applaus. Also da ich ja nun kein Dänisch kann, hingegen die Dänen aber ganz gut Deutsch, zur Sicherheit habe ich mir den Rüdiger genommen, der aus Warnemünde stammt ursprünglich, der inzwischen Däne geworden ist, so gut wie, und der dann sozusagen ein bisschen übersetzt. Altså der, vi fra Tyskland, vi taler ikke så godt dansk selvfølgelig, så til sikkerhed tænker Jörg, han tager mig med på scenen
til hjælp med oversætning, men jeg tror, I forstår alt, hvad han siger, tænker jeg. Ja, es wurde ja bereits gesagt durch den Bürgermeister, dass ca. 70, 80 Personen angereist sind heute mit der Fähre. Es ist erstaunlich nahe beieinander, Warnemünde und Merielust. Das ist so dicht, 2 Stunden Fährfahrt, beides schön am Meer gelegen, irgendwie schön am Wasser auch. Und deswegen sind wir froh und glücklich, heute hier zu sein. Ja, Rostock, Warnemünde og Marielust, eller Gesa, eller Nykøbing, det ligger så tæt med hinanden. Altså, derfor, vi synes, at det går, det skal gå meget, meget bedre frem. Ja? Genau. Also, ich will nicht mich lange aufhalten. Wir haben eine große Delegation da. Wir haben ein Programm von circa 3 Stunden für Sie vorbereitet. Und ich bitte auf die Bühne zunächst die Traditionspersonen aus Warnemünde. Ja, die Programme hat 3 Timer. Und so haben wir den Folketanz-Ensemble von Warnemünde. Vesco! Ja, man darf applaudieren. Hübsch sehen Sie aus. Wir stellen Sie nachher noch vor. Dann, außerhalb dieser Künstlergruppen, haben wir dabei den Tourismusdirektor von Rostock und Warnemünde. Bitte auf die Bühne, Matthias Fromm. Ja, da klappern die Tische, die klappern. Außerdem dabei der Warnemünde Verein. Das ist der Verein aus ehrenamtlichen Leuten, der in einer großen Vielfalt von Veranstaltungen, gerade in Traditionspflege, auch für diese Veranstaltung gesorgt hat. Und die Vorsitzende, die Astrid Voss, ist dann auch bei uns. So, die Reste kommen nun von dem Warnemünde Verein. Ja, und der Astrid Voss. Im Publikum. Genau. Im Publikum unterwegs ist eine Kollegin von der Rostocker Stadthallen- und Messegesellschaft. Dort hinten, mach mal Winke-Winke. Rostock hat eine riesengroße Konzerthalle und sie hat eine riesengroße Messehalle. Dort sind internationale Konzerte und Messen, die man gerne auch von euch oder von der Seite Dänemarks besuchen kann. Sie hat ein paar Prospekte dabei, also auch herzlich willkommen. Ja, und dann würde ich zunächst einfach mal den Tourismusdirektor, man muss sagen, der Warnemünde-Verein hat es auf die Beine gebracht und der Tourismusdirektor in seiner Funktion von der Tourismuszentrale hat die entsprechende Unterstützung finanzieller Art hier dabei geführt, dass wir mit einem Bus und PKWs mit der Fähre hin und zurück kamen, mit all diesen Leuten und die Künstler allesamt treten als ein Geschenk an Sie umsonst auf, nicht umsonst, aber ohne Honorar und da freuen wir uns und dafür einen riesen Beifall. Ja, alle die hier singen, tanzen und spielen mit, die gör det for gratis, det er en gave fra Rostock til Guldborgsund Kommune. Til jer alle die jer selv. Ja? Genau. Und ich übergebe das Mikrofon an den Tourismusdirektor. Værsgo. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, ja, herzlich willkommen zu unserem kleinen Warnemünder Traditionsnachmittag. Wir freuen uns, heute hier bei Ihnen sein zu dürfen. Es ist eine besondere Ehre und ja, wir hoffen, dass Sie entsprechend auch viel Spaß mit unseren Künstlern hier auf der Bühne haben und es wird sicherlich abwechslungsreich. Ja, also ich hoffe, das verstehe ich ja. Herzlich willkommen und ein Glück sei, dass er hier mit all die glade mennesker, og vi håber, vi har en virkelig god, hyggelig eftermiddag her. Uns verbindet ja nicht nur die Ostsee, sondern es gibt natürlich auch viele Verbindungen wirtschaftlicher oder auch touristischer Natur. Und das wollen wir natürlich auch weiter vertiefen. Es gibt am 12. November einen Termin, wo ein ja, Städtepartnerschaftsvertrag unterschrieben wird, genau 25 Jahre nach dem Tag, als ja, wir Rostocker erstmals visafrei ins wunderschöne Dänemark reisen durften. Ja, oh, det er meget interessant. Efter 25 år efter murfallen, så vil de gerne på den 12. november, var det? 12. november. På 12. november, så vil de underskrive en bypartnerskab mellem Guldborgsund Kommune og Rostock. De er enige, altså borgmesteren og de politikere, de er fuldstændig enige.
Det betyder mange, mange, mange ting for os alle her. Ja, wir freuen uns, dass es nach 25 Jahren wirklich viel einfacher geworden ist, hier bei Ihnen zu Gast zu sein. Und ich darf Sie einladen, kommen Sie auch mal zu uns in die wunderschöne Hansestadt Rostock mit dem Seebad Warnemünde. Wir haben eine pulsierende Innenstadt, ein ja, attraktives Fischerdorf Warnemünde, an die Rostocker Heide. Und ich denke, auch da kommen Sie auf Ihre Kosten, nehmen Sie die Scantline-Fähre, schauen Sie einmal auf die andere Seite der Ostsee und ich verspreche Ihnen, Sie werden nicht enttäuscht sein. Also, når man står på sæen, man skal slukke sin mobiltelefon. Det skal jeg ikke huske. Altså, han inviterer jer alle til at komme også til besøg til Rostock og Warnemünde, hvor I må gerne blive gæste dernede. Det er meget om det er sommer eller vinter. Vi glæder os, altså de glæder sig, når I er nede. Og blive gæster. Det er meget om det er på Hansesæl eller Varnemønter uge eller sådan. Altså vi har så mange højpunkter, og det vigtigste er, at man har også i den mørke års til en punkt, hvor man kan køre hen til Østersømassen eller sådan. Og det finder vi i Åland nu. Og det er meget nemmere efter 25 år til at møde hinanden. Ikke? Nun wünsche ich uns aber viel Spaß ja, bei einem doch sehr abwechslungsreichen Kulturprogramm. Und ich sag mal so, auf Wiedersehen in Rostock-Warnemünde. Hallo, willkommen til den Warnemünde-Programm und hjertelig willkommen til Rostock-Warnemünde. God fornøjelse. Ja, hallo liebe Gäste, liebe Zuschauer, liebe Nyköpinger. Ich möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen zu unserem heutigen Warnemünde-Nachmittag, den wir bei Ihnen gestalten dürfen. Ich möchte mich zunächst für die herzliche Einladung bedanken und noch mehr möchte ich mich bedanken für den wirklich ganz, ganz herzlichen Empfang, der uns hier auf der dänischen Seite der Ostsee bereitet wurde. Ja, man sieht auch schon, dass er ein toller Herr mit dem Verening und sie Tag für den guten, warme Kram für ihr alle hier. Der Warnemünde-Verein, der besteht jetzt seit 24 Jahren. Und es ist uns wirklich noch nie gelungen, unsere Schritte auch mal international aus Deutschland rauszubringen. Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir das mit unserem Nachbarstaat hier in Dänemark heute mal praktizieren dürfen. Also wir haben aldrig gehört für at man går til udlandet med den Warnemünder Verein. Det er det første gang, at vi går til udlandet, og vi glæder os virkelig meget, at vi prøver det den første gang. Unser Verein besteht aus mehr als 160 Mitgliedern. Ein paar von diesen Mitgliedern haben wir Ihnen heute mitgebracht, die hier das Kulturprogramm gestalten wollen. Wir haben schon Erfahrung durch unsere Warnemünder Woche, die wir seit 38 Jahren als Sommerfest gestalten und seit 77 Jahren mit einem Segelwettbewerb. Und wir hoffen, wir können Sie ein bisschen unterhalten mit einem Chor, einem Damenchor, einem Shanty-Chor, einer Trachtengruppe und unseren Line-Dancern. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen auch einen ganz tollen Nachmittag mit uns. Ja, also, was hier... Det er 24 år består den forening, og de styrer nu også den Warnemünder uge. Altså de styrer mange, mange ting i Rostock og Warnemünde, og har gæster her med. Den kor, den damekor og den shantykor. Altså det betyder, at det Warnemünder forening, de styrer os hele programmet fra idé. Og hun siger god fornøjelse. Ja, vielen Dank Matthias Romm. Und Astrid Voss, ebenso vielen Dank. Und die Leute, die auf der Bühne sind, werden noch unterstützt von unserem Kollegen mit der Drehorgel. Hartmut heißt er und ist im richtigen Leben Personalchef bei den Stadtwerken Rostock. Oh, ach du Ehre, dem ist ja Engel. Er ist Personalchef. No. Ja, und bevor wir ins Programm starten, möchte ich Ihnen noch diese traditionsreichen Persönlichkeiten vorstellen. Ich fange mal ganz unterschiedlich, also unabhängig vom Geschlecht an, von rechts. Das ist zum Beispiel ein fescher Kerl, das ist der Lotsenkommandeur namens
Stefan Jansen, die Stimme ist ein bisschen schwach. Er hat so vielen Menschen das Leben gerettet in der Geschichte. Sag mal einen kurzen Stichpunkt. Ja, es sind rund 100 Leute gewesen. Und darunter auch dänische Seeleute. Und dafür gab es den vom dänischen König den Goldenen Orden für Edeltaten. Anfang des... Also 1874 etwa um den Zeitraum war das. Also han rettede os for den danske konge mange mennesker ude fra sø, og det var 1874, der startede ham med hans arbejde. Så, neben ihm, seine begleitende Dame, Gattin, wie auch immer, in einer Warnemündertracht. Ist es so, Astrid, oder was genau stellst du da? Ja, genau, das ist die Warnemünder Festtagstracht mit einer Seidenschürze und diese Mütze mit dem Spiegel, dem bestickten. Und die Warnemünder Frauen, die haben nie Leinen getragen. Also es musste immer ein Wollrock sein und zur Arbeit eben auch eine Wollschürze, aber für die Festtag eben eine Seidenschürze. Genau. Rüdiger? Ja, der Tracht, der war fußständig von Warnemünder speziell. Und der war ja, det vil jeg ikke sejde, det kan jeg ikke derude det ord. Men det var meget specielt. Det er ikke den, og de danskere tager for deres krop, ikke? Fuldstændig anderledes som de danskere. Og den blomster, ja, vi kan se. Ja, de blomster betyder deres navn. Altså, de blomster, hvor de har sat på deres hue, det betyder også deres navn. Ja, und die anderen beiden, das ist der Warnemünder Dienstmann, steht ganz drauf mit seiner Gattin. Und genau, Dienstmann heißt? Koffer-Träger. Also am Bahnhof die Koffer getragen. Und was hat sie gemacht? Die Fischfrau. Hier hat gerade ein Fischwagen irgendwie vorbei. Also eine Fischfrau aus Warnemünde, der Kofferträger. Riesenapplaus. Ja, hun er die Fischfrau, Frau Warnemünde. Wo haben wir die Bagage? Selber, ey. So, da bedanke ich mich, meine Damen und Herren. So, jetzt haben wir einiges vorgestellt, einiges erzählt. Der Jean Bredde hat auch viele Dinge im Zusammenhang erklärt. Wir wollen uns nicht mehr länger aufhalten. Wir haben die ersten Gäste auf dieser Bühne, und zwar circa 30 Minuten lang, die Warnemünder Trachtengruppe. 1976 gegründet als Trachtengruppe, als Trachtenträger, über die damalige Warnow-Werft gefördert und finanziert. 1992 dann als eingetragener Verein einer Trachten- und Tanzgruppe. Und sie sind 32 Mitglieder und 12 Personen sind heute hier. Begrüßen Sie mit mir die Warnemünder Trachtengruppe. Yes. Wir sind die Trachtengruppe und Warnemünder mit Fitzerbeen und Unterblüm. Von losem Ort wird stolte Rat, ja dann wie dat die Ollen nah. Wie sind die Trachtengruppe und Warnemünder mit Fitzerbeen und Damen und Herren, liebe Gäste hier in Nyköping, liebe dänische Gäste, liebe deutsche Gäste, wir haben schon einige deutsche Gäste hier getroffen, die hier in Urlaub sind. Wir begrüßen Sie natürlich auch ganz herzlich. Und Sie haben eben schon gehört, wir sind bloß ein ganz kleiner Teil unserer Gruppe und wir werden Ihnen heute norddeutsche Volkstänze zeigen, die wir in Warnemünde und überall, wo wir auftreten, zeigen. Als erstes sehen Sie den Windmüller. Thank you.
Das war also der Windmüller. Als nächstes werden wir Ihnen einen ganz typischen norddeutschen Tanz zeigen, nämlich den Kegel. Weiter und zwar mit der langen Reihe. Thank you.
Bevor wir den nächsten Tanz zeigen, will ich Ihnen ganz schnell noch was zu unseren Trachten sagen, die wir tragen als Trachtengruppe. Die Fischfrau ist Ihnen schon vorgestellt worden mit der Schute auf dem Kopf. Und Sie sehen, dass wir zwei Damen dabei haben, die auch diese Strohschute tragen. Und die anderen Frauen tragen ihre Sonntagskleidung, die man für den Kirchgang angezogen hat, mit dunklen Schürzen, mit Taftschürzen oder Seidenschürzen vorgebunden, mit einem bestickten Brusttuch und dieser kleinen Hülle, wie sie die Frau des Lotsenkommandeurs aufhatte, die tragen auch die Fischfrauen, wenn sie zur Kirche gehen. Unsere Männer haben unterschiedliche Trachten an und ich will ganz schnell ein bisschen darauf eingehen. Unsere Fischer in Warnemünde haben zur Arbeit natürlich Stiefeln und Kniebundhosen getragen, aber zum Sonntag in die Kirche haben sie sich schick gemacht und haben diese Kleidung getragen mit den geraden Hosen, mit dieser kleinen Jacke, mit Silberknöpfen bestückt und auf dem Kopf ein Zylinder, was ganz besonders nur in Warnemünde vorgekommen ist. Dann haben wir noch unseren Polizisten mitgebracht, der für die Ordnung im Ortsteil Warnemünde sorgen musste und die Steuern eingetrieben hat und unsere Urlauber in die einzelnen Quartiere verteilt hat. Und als Letztes möchte ich Ihnen den Tiedingsbringer vorstellen. Das war der Nachrichtenbringer in Warnemünde, der die einlaufenden Segelschiffe beobachtet hat und dann in Rostock Bescheid gegeben hat, dass die Schiffe kommen und dass vor allen Dingen der Ernährer kommt und mit vielen Geschenken bald zu Hause zu erwarten ist. So, wir wollen den nächsten Tanz tanzen. Jetzt muss ich schnell auf meinen Zettel schauen. Und zwar zeigen wir Ihnen jetzt die Maike. Thank you.
sømandssange i høj- og plattysk. Og ja, ah, plattysk. Ja. Det er dansk, hva'? Also unter der musikalischen Leiterin, der Musiklehrerin Heide Mundo, sie war auch schon zu DDR-Zeiten, was man ja vielleicht schon noch in Erinnerung hat, eine bekannte Künstlerin im deutschen Fernsehen und Rundfunk. Die hat diese Gruppe Singmantau künstlerisch begleitet und entwickelt. Und sie haben auch eine CD rausgebracht mit Weihnachtsliedern. Und natürlich unter dem Titel Mit Lust und Laune ist in Vorbereitung eine neue CD. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und gute Unterhaltung. Ja. I forstår det alt. I forstår det hele, ja. Ja, det er nok. Altså, I bare synger bare. Det er godt. Vorskor Singmantau, Hilse Nyköping. Melodia med lyst og humør er dette program. Glædsange om vores hjemland Tyskland og havet, som forbinder os. La la la.
An die plattdeutsche Sprache mit einem wunderschönen Text. Und es ist schade, dass diejenigen, die nicht Deutsch unter ihnen, die nicht doch nicht Deutsch verstehen, nichts von diesem schönen Text verstehen. Gesungen wird das Lied von unserer Astrid, die Sie schon in ihrer Sonntagstracht kennenlernen durften. Sie hat nicht nur eine schöne Stimme, sondern sie ist auch eine Kennerin und Könnerin dieser schönen Sprache. Und danach singen wir Ihnen zwei Lieder, eins in Plattdeutsch, eins in Hochdeutsch, und erzählen Ihnen singend, wie schön es bei uns Tohus ist. Und damit meinen wir nicht nur unser Warnemünde, sondern das ganze Mecklenburg-Vorpommern, unsere Heimat. Mit Ansehen.
sind ja best. Kein Menschenhand, die hätte Plan. Natürlich die Monika als Akkordeonspielerin immer dabei. Heute aufgrund der Kapazitäten der Reise sind auf dieser Bühne insgesamt 21 Herren und eine Dame. Ich habe das korrigiert bekommen schon. Und auf jeden Fall, die sind, dafür nochmal einen Applaus, nicht alle mit dem Bus mitgekommen. Und einige von denen sind dann mit der Fähre und mit dem Linienbus extra hergekommen. So. Ja. Also, de forstår det hele, de forstår det hele. Altså 36 medlemmer, og 21 har vi nu på scenen. En del af den kører med vores bus, altså med en grønne bus fra Danmark, og resten, de kommer uden bil, og de går fra Gæser op til Nykøbing. Så, und jetzt Bühne frei für die gesangsgewaltigen Herrschaften, eine Stunde lang, Seemannslieder, Schentis genannt, aus Warnemünde. Viel Vergnügen! Auf Fornøjelse.
Vielen Dank. Das ist klar sein. Det var slut på denne specielle festugeudsendelse med besøg fra Warnemünde. Vi er tilbage med meget mere spændende i den kommende uge, allerede mandag aften kl. 22, hvor vi skal se flere klip fra den forgangne uge, hvor der altså har været festuge i Nykøbing. Der kommer også klip fra Marieløst, og vi skal til Middelaldercenteret, hvor der var ridderturnering, og også til Nysted, hvor der blev holdt den store middelalderfestival. På gensyn.